Wo Gag? Also. Es ist ein Karton. Borderline Productions proudly presents. Der Top 25 Nosferatu Horror Gags of all time. Bisher. Nach einer spontanen Idee von Herr Rodes wurde von Robin diese subjektive Liste erstellt. Viel Spaß! Platz 20, hier geht es los. Assassin. Das ist leider mies, weil das habe ich nicht gut gefilmt. Einige haben angenommen, dass der Brunnen leer ist. Und der war in der Tat voll mit Wasser. Ja. Und es war schweinekalt. Man sieht ja dieses Wasser da aus dem Brunnen rausleiern. Also das geht schon. Aber es ist, glaube ich, der kürzeste von allen Clips, die ich hier drin habe. Aber der musste einfach rein, weil diese Absurdität... Das ist großartig, dass du den kompletten Platz auch beschallt. Jodilo, jodilo, ja. Danke, dass du meine Viewtime streckst, da kann ich mehr Werbung reinmachen. Ja. Nein, das ist tatsächlich ein Song, den hat unser Opa immer gesungen, der Opa Heinz. Mhm. Ich glaube, der Heinrich hat geklingelt. Ja, dann mach den mal auf. Ja, wenn dieser scheiß Kopf durch die Tür guckt, ey. Macht der da Koschenen? Wir gucken die Top 20 noch so auf die Clips und reagieren. Die Top 20 gucken wir, ganz wichtig. Ja? Dass die 25 Fragen hat jetzt unterschlagen, damit diese nicht explodiert. Muss sein, weil wir nehmen das Buch. Immer wenn ihr Fragen habt, könnt ihr kurz die Tür öffnen. Nein! Ich finde es gut, dass wir uns hier so ein bisschen von dem Abschauen distanziert haben. Wow, geil! Hinten, aber von wegen soziale Courage. Ja, habe ich bei Millionärs mal erzählt. Ich weiß, das war damals waren soziale Experimente noch soziale Experimente, obwohl du genau dieselbe Scheiße machst wie Leon Mascher. Hallo, das mit dem Bein ist aber übelst geil. Guck mal, Kumpel. Jetzt verstehe ich zumindest mal den Clip. Ist der beste Clip in dem Ding und es ist natürlich der härteste. Und man hätte das auch noch dreimal machen können und dann jemanden erwischen können, der einen kompletten psychischen Zusammenbruch kriegt. Aber ich fand das okay, dass... Ja, der Clip war gut genug, da muss man sich ehrlich machen, wir haben in Kauf genommen, dass zum Beispiel diese Frau, der jetzt nachts und abends sehr lange drüber nachdenkt. Ja. Also, es gibt im Namen, ja, alles verjährt, ich meine, die ist wahrscheinlich auch schon tot. Benny und Benz. Guck doch mal, wie das Bein wegbricht, Alter. Es sieht halt echt realistisch aus. Also nicht, dass das Bein... Ich sag mal, das sieht kurz realistisch aus und dann merkt man ziemlich schnell, und so, aber... Ich bin halt noch am Telefon so, mein Bein ist kaputt. Da hat gerade jemand mein Bein weggetreten. Warte mal kurz. Ich tu dich mal auf Alter. Ich mach dich mal auf laut, warte kurz. Das muss jetzt erstmal ausdiskutiert werden. Ja. Nee, aber... Ich würd ja mit der Herrin, aber... Das ist ja voll der Kopf. Das ist ja super unterhaltsam. Also, warum hast du dieses Telefon ganz Zeit am Ohr? Ja, das weiß ich nicht. Das ist erste Reaktion so. Scheiße, aua, mein Knie, au. Hast du den Notarzt direkt da? Ist doch schön. Sicherlich, hast du den gerade zufällig an der Strippe. Schon mal Prophylaxe. Prophylaktisch den Notarzt gewählt. Mach ich auch mal, wenn ein gefährlicher Typ auf mich zukommt, erstmal Notarzt für den Fall, dass er mich angreift. Ja, es gibt auch so Telefonnummern für Frauen, die abends Angst haben. Ja. Aber es war ja offenbar tags und da war auch keine Frau. Also vielleicht war es das, aber ich glaube, sie wird das in Zukunft brauchen. Also. Wir drehen uns hier im Kreis. Es ist ein guter Clip, Hitmans zweitmeistgesehene Video. Krass. Ja, weil auch jetzt halt ein neues Hitman-Spiel kam und ich glaube, dieser Clip hat auf jeden Fall da einen großen Grund für, weil der einfach Banger ist. Werbeeinnahmen rasseln auf mich ein. Okay. Das kannst du auch out of context so einblenden. Das ist auch immer das, was man in diesen Chartshows hat, dass einer raus erst mal reingefahren kommt und erstmal so macht. Und da kannst du jetzt an diesen Leute gleich am Anfang machen. Okay, mach ich. Regieanweisung für Robin im Schnitt gleich. Natürlich! Der Traffic bei Yesto. Ja, das ist für mich einfach ein Classic. Das ist ein All-Time-Classic. Das ist auch mit Geburt Nosferatu. Ja, die Idee ist halt nicht so, haha, Schenkelklopfer, aber die ist halt so dumm und gleichzeitig klug, dass sie auf jeden Fall hier rein musste. Ja. Und
ist aber eins der wenigen Videos, wo eine Idee ganz oft gemacht wurde. Was ich aber okay finde, weil sich der Kontext ändert. Also da Kreuzung, ja. Bus und dann dieses Auto, was ganz lange steht, wo eine Uhr in der Ecke ist. Eine viel zu große Uhr. Anyways. Die super hässlich ist, aber ja. Aber der Gag wahrscheinlich auch stellvertretend fürs ganze Video, schätze ich. Natürlich, ja. Die filmt einfach den Kameramann. Also ich finde es natürlich witziger, wie du diesen großen Bus da dirigierst und davor stehst. Die Szene finde ich tatsächlich witziger. Ja, aber also ich sag mal, vorm Bus stehen ist halt weniger dirigent als hier an der Kreuzung, genau in der Mitte einer übelst stark befahrenen Straße. Ja, das ist eher so Verkehrslotse, ne? Ja, aber halt als Dirigent, so witzig. Ja, da verstehe ich. Aber jetzt Schelmstod. Schelmstod, ja. Wieso läuft das so ungefähr 20 Mal? Das habe ich mich auch schon gefragt. Da habe ich vorhin mal kurz die Tour gelaufen, um das zu erfragen, aber ich habe keine richtige Antwort bekommen. Hallo? Ah! Ja. Oh, jetzt seid ihr erschrocken. Dings, Squid Game. Squid Game. Warst du nicht dabei? Das ist richtig. Wie siehst du das als Außenperspektive? Also ich finde, ich hätte Probleme gehabt, den Pizzamann so lange im Kalten zu lassen, also im Unwissen zu lassen. Ja. Weil er ist ja dann auch so, was ist mein Geld? Ich fand gerade den Moment, die Tür dann zuzumachen und er steht draußen, der ist der Moment für mich. Weißt du, solange die Tür auf ist, ist es okay. Ja, ich cool. Weiß nicht. Es ist natürlich witzig alles, aber in mir kommt so also dieses Mitleid hoch. Für den Typen so, der ist witzig. Aufgefallen, dass die Tür in dem Video auf ist. Die hier, in der Tat. Ich weiß nicht, also es schlägt natürlich in eine Kerbe, die es schon gibt. Also ich glaube, dieses Pizzabote ja, von der Tür. Pizzabote gab es auf jeden Fall schon, ja. Aber also da liegt eine Leiche und so. Und das genau, in dem Kontext ist es halt geil. So. Ja. Die verkaufen halt in der Serie quasi die von den Leichen die Organe. Ja. Und ich finde, alleine der Aufhänger der Pizzabote kommt ja und will dir was geben, aber hier bekommt er was quasi als Bote. Das macht's für mich halt so witzig. Doc Doc Pizza! Jetzt hör auf mit deinen hässlichen RTL-Einspielern. Nee, die kommen jetzt immerhin jedes Mal in den RTL-Einspieler. Okay. Ey, wisst ihr zufällig, ob das das Schloss Belvedere ist oder wie das heißt? Keine Ahnung. Okay, aber da hinten ist doch, das ist doch Goethepark, oder? Ja. Okay. Und habt ihr sonst noch heute Abend was vor? Ich habe nämlich ein riesen Rohr an meiner Hose. Da ist es. Machen wir jetzt jedes Mal, wenn ein neuer Clip kommt, machen wir erstmal A. Das Rohr. Das Rohr. Ich habe ursprünglich gedacht, ich würde es höher ranken, aber dann habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und es ist immer weiter nach unten gerutscht. Ich meine, Top 16 ist immer noch ein bisschen hoch, ne? Ey, aber ich finde den Clip tatsächlich, ich glaube, ich finde den individuell, da gibt es Leute, die finden den richtig gut, ne? Und ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, der Gag ist vorhanden. Weil die sind jetzt erst, lass uns in Ruhe, du. Ist die Kamera live? Nein. Ja, es ist halt dieses typische, da sind junge Mädels und jetzt hat er einen dummen Anmachspruch gemacht. Genau. Aber genau das ist es ja, was es so gut macht. Und da haben wir auch wieder dieses Ding. Da haben wir auch wieder dieses Ding von wegen, ich finde irgendwas aus Pappe. Und ja. Oh, das ist eine skurrile Größe oder eine skurrile Form. Das muss ein Video finden. Ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr Fans das wisst. Also Robin und Pappe, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so eine Long-Term-Relationship. Eben mehr, wenn irgendwas aus Pappe da ist. Oh, Alter, geil! Pappe! Ich erinnere mich noch, als ich hier in diesem Karton saß und du dich einfach eingeschissen hast und ich habe es nicht verstanden. Kannst du auch, wenn es gerade zur Hand hast, nur einblenden, weiß ich nicht. Ja. Wir haben uns ein richtig gutes Feature überlegt für diese Folge. Wir haben hier so ein... Ja, ich bin wieder mal der, den Gag nicht versteht. Und da gehen wir jetzt rein und podcasten. Also ich wünschte, ich hätte diesen Spaß, den er gerade hat. Es ist zu eng, scheinbar ist das lustig. Es ist einfach viel zu eng. Im Podcast. Wenn ich da mit diesem Glas sitze und denke, oh Robin, was, ich verstehe es nicht. In der Tat, ich sitze in meinem Karton. Ja, aber nein. Wo Gag? Also, es ist ein Karton. Es ist ein Karton. Ja, so der halt relativ groß ist für einen Karton. Ja. Aber wenn man sich da zu zweit gegenüber sitzt drin, ist der halt sehr klein. Und dann machen wir den auch noch zu. Sitzt in dem Karton drin? Ich glaube, da fehlt mir ein Gen.
ganz kurz an alle, die das nicht witzig finden, sagt mir mal, ob ihr Koriander auch ekelhaft findet. Vielleicht ist das dasselbe Gen. Ich wollte fragen, A, wirst du gerade angerufen und B... Mach den weg, Alter.